Hier ist Arnold. Er will auf einem Skateboard über den Grand Canyon springen, um an einem Tag 10 Millionen Views zu bekommen. Nein! Arnold, das ist so typisch. Ja, heute ist definitiv nicht dein Tag. Du siehst richtig scheiße aus. Aber das war's wert, du hast eine Menge Leute aufgeheitert. Warte, liegst du im Koma? Wenn man dich so ansieht, könnte man meinen, du wärst tot, aber du bist noch am Leben. Du bist nicht in der Lage, auf äußere Reize zu reagieren. Deshalb wirst du der beste K-Pop-Fan sein. Und du kannst denselben Song jahrelang in der Schleife hören. Menschen können zwischen ein paar Tagen und einigen Jahren im Koma liegen. Edward O'Barra fiel im Alter von 16 Jahren in ein Koma und verbrachte 42 Jahre in diesem Zustand. Nach Angaben von Patienten fühlen sie sich während des Komas ganz real an. Sie wanderten durch lange und dunkle Gänge, Labyrinthe und durchliefen komplexe Mechanismen. Der Grad des Komas wird anhand der Glasgow-Koma-Skala bestimmt, wobei 15 Punkte klares Bewusstsein und 3 Punkte Hirntod bedeuten. Arnold, Sie werden die Maschine abschalten. Wach auf! Ich verspreche dir keine Experimente mehr an dir. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Komm schon, Arnie, du kannst es schaffen! Also, du willst heute eine gute Tat vollbringen? Alles nur für die Donuts? Oh, du Bastard. Nun, keine Sorge. Heute hast du die Chance, eine wirklich gute Tat zu vollbringen. Der ganze Planet ist mit Durchfallviren aus China infiziert. Aber ich habe dein Blut in den einzig existierenden Impfstoff verwandelt. Es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Und jeder sucht nach dir. 195 Länder haben dein Foto in allen möglichen Medien veröffentlicht. Du bist in allen Polizeidatenbanken der Welt gelistet. Die besten Spezialeinheiten der Welt sind hinter dir her. Der MI6, der britische Geheimdienst, arbeitet seit 100 Jahren rund um die Uhr. ISI, Pakistans abteilungsübergreifender Geheimdienst mit der mannstärksten Truppe der Welt, 10.000 Agenten. Die CIA. Pass auf, Arnie, sie foltern Menschen. Der kanadische Geheimdienst mit 507 Millionen US-Dollar Suchbudget. Glaubst du wirklich, du kannst dich vor allen verstecken? Auf jedem Smartphone bist du in den sozialen Medien vertreten. Du bist populärer geworden als Greta Thunberg. Ich bin sicher, sie beneidet dich jetzt. Schließlich kannst du wirklich helfen, die Menschheit zu retten. Ey, gib ihnen einfach dein Blut. Bis zum letzten Tropfen. Elite-Spezialeinheiten aus allen Ländern sind hinter dir her. US Navy SEALs, die französische Nationalgendarmerie, die chinesischen Schneeleoparden. Aber natürlich könnte dich auch ein Baby fangen. Big Brother is watching you. Allein in New York City gibt's 20.000 Überwachungskameras. Die machen Fotos, vergleichen den Abstand zwischen den Hauptmerkmalen im Gesicht. Nase, Augen, Mund. Die Daten werden in den numerischen Code einer Person, einen Gesichtsausdruck, konvertiert und mit der Datenbank überprüft. Darüber hinaus kann jeder im Darknet Bilddatenbanken aus Cafés, Krankenhäusern und Einkaufszentren kaufen, sogar in der Nähe des FBI-Hauptsitzes. Die wissen, wo du vor 5 Minuten warst. Fang! Diese Brille mit eingebauten Infrarot-LEDs hilft dir, dein Gesicht vor den Kameras zu verbergen. Für sie wird dein Gesicht wie ein leuchtender, blinder Fleck aussehen. Ach, und vergiss nicht die Batterie. Das reicht doch nicht, du brauchst eine Verkleidung. Es war eine verdammt schlechte Idee, so viele Donuts zu essen. Die fördern die übermäßige Bildung von Gasen. Feuer frei! Du siehst gut aus. Aber Suchhunde finden dich am Geruch von Buttersäure, der Geruchskomponente deines Schweißes.
Gerade einmal 1 Gramm Schweiß reicht aus, damit der Hund dich auf dem Dach dieses 10-stöckigen Hauses riecht. Oder in einer Tiefe von 15 Fuß unter Beton. Allein in den USA gibt es fast 7 Millionen Drohnen. Hör auf wegzulaufen und nimm diese Spezialwaffe gegen Drohnen. Diese Waffe feuert einen breiten Strom elektromagnetischer Emissionen ab, sodass du nicht zielen musst. Es reicht aus, wenn der Interferenzstrom die Drohne berührt. Dann verliert sie den Kontakt zur Basis und stürzt ab. Was hast du getan? Versteck dich in der Menge, du Hirni! Nun, du musst ihn küssen. Mach dir keine Sorgen, Arno. Sie werden dich gehen lassen, wenn du richtig antwortest. Also, rate mal, was auf dem Bild zu sehen ist. Falsch. Und bei dem hier? Nein. Reiß dich zusammen, Mann. Solche Experimente wurden in den 1950er Jahren in den USA durchgeführt. Ihr Ziel war es, paranormale Fähigkeiten bei Soldaten zu entwickeln, um sich einen Vorteil im Kalten Krieg zu verschaffen. Den Versuchspersonen wurde LSD verabreicht, da LSD die Aktivität der neuronalen Verbindungen deutlich erhöht. Arnold, reiß dich zusammen! Selbst eine Ratte lernt schneller als du. Nun, stimmt, das ist keine gewöhnliche Ratte. Sie hat einen Chip in ihrem Gehirn. Bereits 2013 haben Wissenschaftler bewiesen, dass es möglich ist, Nervenimpulse aus der Ferne zu übertragen. Die Ratten befanden sich in verschiedenen Städten, aber sie handelten gemeinsam, dank Elektroden, die in ihre Gehirne implantiert wurden. Und dem Internet. Es sieht so aus, als würde Elon Musk alle verschiedenen Möglichkeiten, Telepathie zu entwickeln, gleichzeitig an ihr ausprobieren. Arnold, stopp! Du beherrschst doch deine Fähigkeiten überhaupt noch nicht, oder? Gedankenlesen hat viele Vorteile. Jetzt können die Leute nichts mehr vor dir verbergen. Aber ich muss dich warnen, du wirst nicht alles mögen, was die Leute über dich denken. Die Vorteile in einer Beziehung? Du kannst sofort erkennen, ob dein Partner dich wirklich liebt. Oder eben nicht. Du kannst die Sprache der Tiere verstehen. Und du kannst deinen perfekten Partner finden. Aber was wäre, wenn alle Menschen die Gedanken der anderen lesen könnten? Eine ideale Welt ohne Lügen und Falschheit? Oder vielleicht doch nicht? Hey, Mister, sei nicht beleidigt, wenn der Typ deine Nase zu picklig findet. Verflixt und zugenäht, das ist eine Katastrophe. Nee, Arnie, nein, halt, denk nicht einmal daran. Tada! Direkt vor dir steht die neue Generation des DeLorean. Ich habe diesen Tesla aktualisiert, damit du jetzt nicht nur eine andere Stadt besuchen kannst, sondern in eine ganz andere Zeit reisen kannst. Zum Beispiel ins Jahr 1986. Es funktioniert! Wir sind im Kernkraftwerk Tschernobyl. Nur ein paar Minuten vor der Katastrophe. Arnold, du machst die Kamera bereit. Du nimmst die Explosion auf und ich poste das Video auf YouTube. Mindestens 20 Millionen Aufrufe sind garantiert. Ist der Akku schon wieder leer? Lad ihn auf! Das ist eine europäische Steckdose, Doofkopf. Du brauchst einen Adapter. Oder ich denke... Arnold, also es ist alles wegen dir. Es spielt keine Rolle, du musst hier raus! Schnell! Im Handschuhfach befindet sich eine Powerbank. Steck sie in das Auto. Verdammt, der Ladevorgang dauert mindestens 60 Sekunden. Hol den Schutzanzug raus. Nur vom aus dem Fenster gucken wirst du nie erfahren, dass du dich in einer Strahlungszone befindest. Tatsächlich ist die Strahlung hier jedoch kosmisch. Das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Hast du die Taschen vielleicht mit jemandem getauscht? Bei einer Bestrahlung von mehr als 500 Röntgen fallen deine Haare und Nägel sofort aus. Deine Haut wird rot und all die Krankheiten, die du bereits hast, werden schlimmer. Aber du hast Glück. Du wirst nämlich keine großen Schmerzen spüren, weil du in 3, 2 ins Koma fällst. Oh, bist du schon? Dies liegt daran, dass hier 20.000 Röntgen pro Stunde eingestrahlt werden. Und diese Technologie kann diesen Ansturm nicht bewältigen. Also, wir müssen hier raus. Und das ist mein Lieblingsfisch. Den nenne ich Tobi.
Heute werde ich euch den Kopf verdrehen. Alle bereit? Tobi, los geht's. Und wie lief's? Arnold, bist du das? Dann google dreimal. Jetzt winke mal mit der Flosse. Dreh dich um. Mach einen Backflip. Ja, daran sieht man, dass du es bist. Tobi, böser Junge, böse. Pack das Aquarium wieder hin. Oh, ups. Arnold, Luft anhalten. Du stirbst, wenn du das Wasser atmest. Wir haben 7 Sekunden, um das Gift aus deinem Magen zu pumpen, während du durch die Speiseröhre schwimmst. Bist du ohnmächtig geworden? Genau wie ein echter Piranha. Wenn sie in einem Schwarm sind, können sie problemlos eine Kuh in 10 Sekunden fressen. Aber wenn sie alleine sind, fallen sie durch das geringste Rascheln in Ohnmacht. Fische brauchen viel frisches Wasser. Deshalb hauen wir alle 4 Liter mit dazu. Hier, nimm mal einen Snack. Tobis Lieblingssnack. Aber sei vorsichtig mit den Zähnen. Ein Piranha-Biss ist kräftiger als bei jeder anderen Kreatur auf der Erde, einschließlich Dinosaurier. Das Letzte, was du jetzt brauchst, ist ein Loch im Bauch. Ich habe einen Plan. Tobi, öffne deinen Mund und versuche Arnold rauszudrücken. Arnold, mach dich auf. Kommt schon, Jungs, macht es zusammen. Arnold, du scheinst den Eingang mit dem Ausgang verwechselt zu haben. Schalte Google Maps aus. Und Tobi, du versuchst weiter ihn rauszubekommen. Du wirst da nicht trocken rauskommen. Wo hab ich jetzt meine 5 Liter Darmspülung hingelegt? Oh, hier. Das ist besser. Jetzt musst du nur noch 4 Meter schwimmen. Cricky, die Dinge, die du da in deinen Mund gesteckt hast. Ich habe seit den 90ern keinen Tamagotchi mehr gesehen. Das Wasser ist fast aufgebraucht. Paddel zum Licht! Ich habe zwar ein anderes Experiment geplant, aber ja, war ja auch gut. Oder, Arnold? Hey, Arnold, was liest denn du da? Erstens, er könnte eine gruselige Maske tragen. Arnie, bist du dir sicher, dass du das in einem abgelegenen Park lesen willst? Das zweite Anzeichen für einen Verrückten ist ein Messer oder eine andere Waffe in seinen Händen. Bist du sicher, dass du dir das dritte Anzeichen wirklich ansehen möchtest? Der Verrückte hat riesige Silikon! Warte, das meine ich doch gar nicht! Er greift immer ohne Vorwarnung an! Kämpfe um dein Leben, Arnold! Versuche, die Aufmerksamkeit des Wahnsinnigen irgendwie abzulenken und schleiche dich davon. Macht nichts. Renne an einen öffentlichen Ort und ziehe die Aufmerksamkeit der Leute auf dich. Warum antwortet niemand? Psychologen raten, Feuer statt Hilfe zu schreien. Auf diese Weise werden die Leute schneller auf dich aufmerksam. Die Polizei anzurufen ist eine gute Idee. Jetzt, 48 Stunden nach deinem Tod, werden sie auf jeden Fall nach dir suchen. Nur ein Scherz. Warte, bis sie kommen. Außerdem ist das Fitnessprogramm nun vorbei. Sieht aus, als hättest du es geschafft. Aber freu dich nicht zu früh. Manche Wahnsinnige jagen ihre Opfer monatelang und können genau vorhersagen, wohin du als nächstes gehen wirst. Übrigens, dunkle Gassen sind ein ganz schlechter Ort, um sich zu verstecken. Es sieht so aus, als würde dir niemand helfen. Außer, naja, vielleicht schmeichle dich bei dem Wahnsinnigen ein. Die Motive von Wahnsinnigen können unterschiedlich sein. Manche wollen Macht, andere leiden unter Wahnvorstellungen. Und manche halten sich für die Retter der Gesellschaft. Aber absolut alle von ihnen sind einsame und tief verletzte Menschen. Wenn du den Verrückten also gut behandelst, besteht eine Chance, dass du überlebst. Ja, du musst wirklich ein paar gruselige Dinge ertragen und dir seine verrückten Ideen anhören. Aber eines Tages ist alles vorbei. Das Wichtigste ist, dass du nie deine wahren Gefühle zeigst. Arnold! Aufwachen! Ich habe eine Überraschung für dich. Natürlich weißt du, dass ich dein Verbündeter im Kampf gegen deine Sozialphobie bin. Also habe ich beschlossen, dir zu helfen, indem ich dich weiter weg von Menschen bringe. Genauer gesagt, auf den Gipfel des Mount Everest. Der andere Name des Bergs ist Chumulungma. Und er ist der höchste Punkt auf dem Planeten Erde. Übrigens nur so nebenbei, du schuldest mir $50.000. Das ist der Durchschnittspreis für eine Expedition hier hoch. Um auf dem Gipfel zu überleben, braucht man eine Spitzenausrüstung. Schließlich gibt es nur sehr wenig Sauerstoff und es ist extrem kalt. Arnold, geh runter und zwar schnell! Beeil dich, Arnold, aber beweg dich so langsam wie möglich.
Der Sauerstoffgehalt ist hier nur ein Drittel des normalen. Versuche, Energie zu sparen. Luftmangel bewirkt, dass das Gehirn die Zeit falsch wahrnimmt. 5 Meter in 3 Stunden zu kriechen, klingt mir ein bisschen zu langsam. Zum Glück erreicht der Wind an der Spitze 200 Meter pro Sekunde. Und er kann uns helfen. Du kannst 8 Kilometer in nur 3 Minuten fliegen. Aber Vorsicht, die Felsvorsprünge könnten dir im Weg sein. Du Glückspilz, du bist auf dem Müll gelandet. Everest-Touristen hinterlassen so viel Müll auf dem Berg, dass die Regierung $2 für jedes gesammelte Kilogramm Müll zahlt. Oh, du willst mir meine $50.000 zurückzahlen? Arnold, versuch nicht so viel zu atmen. Bei einer Temperatur von minus 60 Grad Celsius beginnen die Lungen zu gefrieren. Der Berghusten ist so schlimm, dass er dir sogar die Rippen brechen kann. Es tut mir leid, Arnold, aber Bergsteiger können keine Leichen vom Mount Everest mitnehmen. Das ist unmöglich. Außerdem werden die Leichen als Höhenmarkierung für Berggipfel verwendet. Nun, Arnold, wenigstens hast du etwas Sinnvolles gefunden. Wie ich sehe, bist du wirklich froh, hier zu sein, Kumpel. Besonders nach so heftiger Kälte. Oh, ich glaube, du genießt es vielleicht ein bisschen zu sehr. Hallo, Arnold! Es sieht so aus, als hättest du wegen Sauerstoffmangels angefangen zu halluzinieren und jemand hat dich zum Lagerfeuer gebracht. Ich bin froh, dass du aufgewacht bist, aber es liegen noch 6 Kilometer vor uns. Ich glaube leider nicht, dass du noch die Kraft hast, nach Hause zu kommen. Aber warte! Arnold, ich habe eine Idee. Du kannst das Kunststück von Marco Siffredi wiederholen. 2001 hat er den Mount Everest auf einem Snowboard bezwungen. Ich glaube an dich, Arnold! Oh, das sieht nicht gut aus. Hey, wie ich sehe, ist die Late-Night-Bier-Party ein ganz großer Erfolg geworden. Aber vergiss nicht, morgen früh hast du eine Konferenz von YouTubern mit einem IQ unter 60. Und wenn du zu spät kommst, ist deine Karriere im Eimer. Für die Toilette ist keine Zeit mehr. Zieh hoch, Kumpel! Die Blase fasst bequem 150 bis 200 Milliliter Flüssigkeit. Bei 400 bis 500 Milliliter spürst du einen gewissen Druck. Du hast wohl viel getrunken. Der Chef scheint schlechte Laune zu haben und Toilettenpausen fallen wohl aus. Die Flüssigkeit wird von den Nieren aufgenommen und geht dann durch den Harnleiter in die Blase runter. Du fühlst dich wahrscheinlich ein bisschen gestresst, Arnold, denn jetzt musst du den Drang mit deinen Muskeln zurückhalten. Ich empfehle dir nicht zu lachen, Arnold, oder niesen oder husten. Alles, was die Muskeln schwächt, könnte dazu führen, dass du ausläufst. Hurra! Pause! Du bist gerettet! Der durchschnittliche Mensch geht 6 bis 8 Mal am Tag pinkeln. Oh, Pech gehabt, Army. In der Antike erlaubten es die Regeln des Anstands, in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Und die Unterteilung der Toiletten in Damen- und Herrentoiletten wurde erst 1792 eingeführt. Okay, die Pause ist vorbei, Kumpel. Jetzt bist du an der Reihe, deinen Vortrag zu halten. Wenn du weiter anhältst, dehnen sich die Blasenwände, sodass du noch etwas zurückhalten kannst. Aber das kann gefährlich werden. Bakterien und Säuren in deinem Urin können zurück in deine Nieren wandern und Blasen- und Nierenbeckenentzündungen verursachen. Es scheint, Arnold, dass jeder deine Unzufriedenheit mit der Unternehmenspolitik gutheißt. Komm schon, Arnold. Ich weiß, dass du es noch ein bisschen länger aushalten kannst. Nur noch 50 Gespräche, dann darfst du. Nun, das war's. Zeit, nach Hause zu gehen. Und Arnold, ich rate dir, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Wenn deine Blase so voll ist, dann könnte sie platzen. Am 20. Juli war Arnold auf einer intergalaktischen Kreuzfahrt. Als er am 27. zurückkehrte, fand er keinen einzigen Mann mehr auf der Erde. Alles, aber auch alles läuft seither schief. Telefone und Mikrowellen funktionieren nicht. Uber wurde durch Fahrräder und Pferdewagen ersetzt. Statt Lampen in Häusern wurden wieder Kerzen angezündet. Das liegt daran, dass alle Bereiche, in denen sonst Männer gearbeitet haben, einfach nicht mehr funktionieren. Arnold, warum rennst du weg? Jeden Tag produziert dein Körper bis zu 70 Millionen Spermien. Du kannst damit bis zu 8 Frauen am Tag befruchten. Aber da keine von dir berührt werden möchte, wurde beschlossen, deine Samen künstlich in die Eizellen zu pflanzen. Und so ist die Zahl der schwangeren Frauen auf 15 Millionen gestiegen.
Du bist nicht nur beliebter als alle Kardashians zusammen. Du bist auch zu einer Angelegenheit von nationaler Bedeutung geworden. Frauen, die kümmern sich um dich und mustern dich. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Du bist ein Gefangener und hast kein Recht, das Land zu verlassen oder Verpflichtungen auszuschlagen. Deine Samen sind mehr wert als jedes Edelmetall auf der Welt und wird bald einen dritten Weltkrieg auslösen. Alter, wo hast du das Auto her? Arnold, Mensch, du hast fast den Vogel umgebracht. Jetzt musst du ein Taxi für diese Dame rufen. Zum Glück war es ein Spatz und kein Adler. Ich glaube, dein Telefon hat gerade alle Taxis in den gesamten USA an einen Ort bestellt. In den USA sind rund 230.000 Menschen als Taxifahrer registriert. Mehr als die Hälfte davon sind Uber-Fahrer. Alle Autos in einer Reihe erzeugen einen Stau mit einer Länge von 800 Kilometern. Ein Drittel des Staates New York wird nun kollabieren. Es wird nun schwierig, auf der Straße zu atmen, weil die Emissionen doppelt so hoch sind wie üblich. Und deswegen fängst du an zu husten, fühlst dich schlecht und könntest sogar einen Schlaganfall bekommen. Setze deine Hoffnungen lieber nicht auf einen Krankenwagen. Der rettet dich nicht und auch nicht die anderen 3000 Patienten, die jeden Tag einen Krankenwagen rufen. Riskier's doch und versuch mit der U-Bahn ins Krankenhaus zu fahren. Aber die 6 Millionen Menschen, die normalerweise mit dem Auto fahren, sind bereits in der U-Bahn. Heute gibt es dort etwa 11 Millionen böse und wütende Menschen. Hey, ja, das ist der Kerl, der den ganzen Stau verursacht hat. Kriminelle haben bereits die Hälfte der Geschäfte in der Stadt geplündert, da die Polizei auf die meisten Verbrechen nicht reagieren kann. Arnold, ich denke, du solltest besser das Land verlassen. Bist du überrascht, dass du der einzige Passagier an Bord bist? Diese Boeing 767 gehört der gefährlichsten Fluggesellschaft der Welt, Cam Air. Gleich nach der Gründung des Unternehmens segelte ein Flieger beim Landeanflug am Rollfeld vorbei. Viele Passagiere erlitten Verletzungen, aber zum Glück überlebten alle. Etwas später verschwand eines der Flugzeuge vom Radar, eine halbe Stunde vor der Landung. Nach 2 Tagen Suche wurde es gefunden. Es war mit einem Berg kollidiert. 104 Menschen an Bord starben. Regel Nummer 1 im Flugzeug, immer anschnallen. Die Luftdichte ändert sich ständig. Stell dir Folgendes vor. Es ist Sommer, du fliegst über ein Feld und unter den Flügeln des Flugzeugs weht eine warme Brise. Dann endet das Feld plötzlich und du fliegst über einen kalten See. Die warmen Winde hören plötzlich auf und du wirst... Turbulenzen schütteln das Flugzeug mehrere Meter hin und her. All das geschieht bei einer Geschwindigkeit von 800 km/h. Und wenn du bei einer plötzlichen Belastung von 2G nicht angeschnallt bist, dann verursacht jede Kollision mit dem Sitz oder Flugzeug Rippenbrüche, verdreht Arme oder macht den Schädel kaputt. Das aus den Turbinen strömende Gas zieht Blitze magisch an. Das Interessante dabei, große Flugzeuge erzeugen in der Tat oft selber Blitze. Vom Heck aus erstreckt sich eine elektronische Entladung von Hunderttausenden von Ampere in die Wolken. Und vom Bug aus Richtung Boden. Ein Blitz kann die Windschutzscheibe zerbrechen und die gesamte Elektronik an Bord lahmlegen. Warte, Arnold, die Landung wird schlimmer als die Stoppeln am Arsch deiner Tante. Sorry, aber wir lassen dich nicht in Ruhe. Auch in einer Höhe von 5000 Metern musst du noch an deinem YouTube-Kanal arbeiten. Wo fliegst du denn hin? Schau wenigstens auf der Karte nach. Oh, sieht aus, als wärst du direkt in das Bermuda-Dreieck geflogen. Gerüchten zufolge verschwinden hier oft Flugzeuge und Schiffe. Arnold, wo sind deine Jetwings und deine Kleidung hin? Es scheint, dass die Gerüchte wahr sind und du dabei bist zu verschwinden. Die Wissenschaft erkennt die seltsamen Dinge, die sich im Bermuda-Dreieck abspielen, nicht an. Allerdings gibt es mehrere nicht-wissenschaftliche Theorien. Laut einer von ihnen endet alles, was hier verschwindet, in einem Paralleluniversum. Schau, hier ist alles ein bisschen anders. Sogar für diesen Hund siehst du seltsam aus. Wie du sehen kannst, hat sich auch dein Haus sehr verändert.
Ich rate dir, dort vorsichtig zu sein. Darf ich vorstellen? Arnold. Das ist Arnold. Nur aus einem Paralleluniversum. Er ist viel erfolgreicher als du und trägt sogar einen stylischen Schnurrbart. Und es sieht so aus, als würde er dich überhaupt nicht mögen. Einer anderen Legende zufolge befindet sich auf dem Grund des Bermuda-Dreiecks die mythische Stadt Atlantis. Frag nicht, denn ich habe keine Ahnung, warum die alten Atlanter all diese Flugzeuge und Schiffe brauchten. Aber alte Bräuche und Traditionen sind krass. Jemand wie du wird sofort versklavt. Oder wenn du damit nicht umgehen kannst, wirst du zu Treibstoff für Dampfschiffe verarbeitet. Vorsichtig, Arnold! Es gibt eine weitere Theorie. Alles, was im Bermuda-Dreieck passiert, ist auf Außerirdische zurückzuführen. Und ihre geheime Basis ist dort. Vielleicht nehmen sie Fahrzeuge mit, um die menschliche Technologie zu studieren. Oder sie stellen sie in einem Museum aus. Schau dir nur an, wie viel Zeug sie in ihren Ausstellungen haben. Da die Außerirdischen sich schlecht mit irdischen Lebensformen auskennen, wirst du bei den Pilzen platziert. Es könnte an deinem Haarschnitt liegen. Du wirst dich nicht lange langweilen. Man sagt, Außerirdische entführen Menschen zu einem anderen Zweck. Sie müssen schwanger werden und ihr Alien-Baby austragen. Sorry, Arnold, aber Aliens sind auch schlecht im Bett.